Yo, 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 was geht? Mein Name ist Santex. Und ich bin auch dabei. Wer bist du denn? Wen hab ich denn hier am Start? Und warte mal, du bist ich und ich bin du? Red nicht so viel und fang an. Ja, ist in Ordnung, alles klar. Was bist du? Warte mal, du bist mein Klon und... Yo, ich kann dich einfach klonen. Ha, was geht denn ab? 1000 Santex Klone. Alter, du bist jetzt umzingelt, Kollege. Ha, mit 1000 Santex. Und das werden wir auf jeden Fall machen. Oh, schöne Haare stehen dir auf jeden Fall sehr gut. Wir werden heute mal unsere eigene Santex-Armee erschaffen und uns einfach 1000-mal klonen, so oft wie es geht. Und damit, hey Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, ihr seht es. Das hier ist meine Familie. Das sind alles meine Brüder. Das hier ist Pedro aus Italien. Das ist Gustavo aus Frankreich. Und warte mal, Jeremy, was machst du denn eigentlich hier, ey? Ich habe dich jahrelang nicht gesehen. Ah, das ist auf jeden Fall meine eigene Santex-Armee und meine eigenen Klone, die ich hier klonen kann. Und ich kann sogar noch viel mehr machen, Freunde. Ich kann zum Beispiel, yo, einfach riesengroß werden. Ho, ho, ho. Guckt euch das Ganze mal an. Let's go. Wir können sogar noch größer werden. Holy. Und jetzt kann ich sogar, oh mein Gott, so Riesenklone erschaffen. Los, los, los. Lass uns die Weltherrschaft an uns reißen. Ey, wer hat denn mit dir geredet, kleiner Mann, ey? Jetzt sei mal ruhig, ey. Und wir können uns natürlich hier, ey, nein, 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 das wollte ich gar nicht. Und wir können uns natürlich wieder hier so, ey, warte mal, schrumpfen? Ey, wir können uns nicht schrumpfen. Naja, dann setzen wir uns, nein, zurück und da fallen wir auf jeden Fall um und... Moin, moin, da sind wir wieder angekommen. Yo, die anderen klonen sich auch hier. Alter, das ist hier ein richtiges Klon-Battle. Ey, warte mal, der übernimmt einfach meine Klonarmee. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Los, Santex-Armee, übernimmt die ganze Weltherrschaft. Let's go. Alter Schwede, Freunde, wir können jetzt einfach hier 1000 Klone von uns erschaffen. Und die sehen alle echt sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Junge, meine Riesenklone steht einfach immer noch hier. Ey, Kollege, dein Schuh stinkt, ey. Du kannst mal deinen Schuh austauschen. Boah, das müffelt auf jeden Fall hier unten. Aber wir brauchen auf jeden Fall hier mehr Leute von unserer Armee. Ich denke mal, das sollte aber reichen. Freunde, wir können natürlich noch viel mehr machen. Hiermit können wir auf jeden Fall die Leute... Oh, wegradiert einfach. Ey, was sind deine letzten Worte? Und let's go, Freunde, mit dem Radiergummi gehen wir einfach durch und löschen einfach meine ganze Armee hier. Aber das wollen wir nicht machen. So, hiermit können wir auf jeden Fall nie hier so sprinten über meine ganze Armee. Let's go. Und Freunde, hiermit können wir, warte mal, unsere Leute rufen, unsere Armee und... So sieht es aus, wenn ihr in der Schule Kaugummis rausholt und... Let's go, alle... Alle verfolgen euch und oh Gott, ich glaube, nein, was passiert hier mit mir, Alter? Nochmal, so sieht es aus, wenn ihr Kaugummis raushaut in der Schule, alle verfolgen euch, ich habe Kaugummis dabei, und alle wollen ein Stück Kaugummi, Alter, guckt euch das Ganze, Mann, die verfolgen mich, Alter, Junge, beruhigt euch, Leute, das ist kein Spaß mehr, okay, der Joke ist vorbei, nein, Hilfe, ich werde überrannt, alter Schwede, wohoho, was geht denn ab, okay, beruhigt euch, ey, Leute, ich muss hier raus, let's go, oh mein Gott, ich bin meine Armee entkommen. Guckt euch das Ganze, Mann. Junge. Was ist denn mit denen los? Und warte mal, dann können wir doch... Oh, was ist das? Ah, dann können wir die hier mit dem Magnet hier wegschmeißen von uns. Und warte mal, die laufen jetzt hier nicht alle den Abgrund runter. Leute, beruhigt euch. Das war ein Spaß. Stopp. Stehen geblieben. Ha, ich kann sie einfach so steuern. Und jetzt werden sie wieder abgeschoben von mir. Let's go. Und laufen in alle Richtungen. Warte mal, fallen jetzt. Nein. Leute, beruhigt euch. Nein, also war das nicht gemeint. Kopf wieder zurück. Oh Gott, warte mal, die fallen einfach hier runter. Und wohin fallen die, Freunde? Hä, können wir hier runterspringen? Let's go. Yo, hä? Yo, nein. Oh Gott. Das sind die letzten Verbleibenden von einem meiner Armee, ey. Yo, Homie, was geht ab? Ey, hör auf mich zu knutschen, ey. Was geht ab? Hey, beruhigt euch, ey. Bleibt stehen. Alles wird wieder in Ordnung. Okay, Freunde, was können wir jetzt noch machen? Wir können hier Orbit oder sowas machen. Alles klar, was machen die jetzt? Die laufen auf jeden Fall hier ein bisschen durch die Gegend rum, meine Klone. Aber wir brauchen mehr Klone. Die anderen wurden ja schon erledigt. Und warte mal, Freunde, können wir eigentlich unseren eigenen Namen mit unseren Klonen schreiben? Wir probieren mal Santex zu schreiben mit unseren eigenen Klonen. Oh mein Gott, ey. Wie lustig wäre das denn? So, hier ist so das C. Ja, das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus wie ein C. Okay, dann würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall hier ein E. Alter Freund, wir schreiben jetzt hier einfach Santex hier mit unseren eigenen Klonen. So, jeder bleibt auf jeden Fall stehen. Keiner bewegt sich von seinem Fleck hier. So, jetzt kommt natürlich hier der Buchstabe N. Oh ja, das läuft doch schon mal wie am Schnürchen, damit auf jeden Fall jeder weiß, wie ich heiße. So, N, Freunde, let's go. Dann T wie Truthahn oder irgendwie sowas. Und dann machen wir noch E wie Esel. Und zuletzt kommt X wie... Alter, welches Wort fängt mit X an, Freunde? Schreibt es in die Kommentare. Ich weiß es nicht. So, let's go, ab geht die Post. Und Freunde, wir haben es geschafft und guckt euch das Ganze an. Wir haben jetzt einfach meinen Namen mit meinen eigenen Klonen geschrieben.
einfach Santex. Jo, das bin ich. Moin, moin. Ja. Guck nur meine Namen an. Du staunst auf jeden Fall über meine Namen. Ha, was geht ab? Okay, Freunde, ich würde sagen, was können wir jetzt auf jeden Fall als nächstes machen? Wir können hier unsere Mimik ändern oder sowas. Und yo, Alter, Junge, was geht ab? Guckt euch das ganz mal. Meine Schrift bewegt sich, mein Name bewegt sich, Santex bewegt sich. Und wir sind jetzt eine ganze Armee. 1 und 2. Wir übernehmen die Weltherrschaft. Let's go, Junge. Mit dieser ganzen Santex-Schrift gehen wir jetzt auf jeden Fall hier und wir übernehmen jetzt seine Armee. Wir überrennen jetzt seine Armee. Und Freunde, was muss er sich denken? Rettung euer Leben. Wir überrennen jetzt einfach alle mit meiner Armee, mit meinem Santex-Schriftzug. Und 1 und 2. Und lass uns einmal hier durch. Wir müssen einmal hier durch. Let's go. Was geht da? Junge, das sind viel zu viele. Guck mal, wenn wir springen, dann springt sogar hier meine Schrift auch. Alter, okay, Freunde. Es leckt schon richtig. Und alle waren jetzt nach unten. Yo, alle fallen jetzt wie die Ameisen einfach nach unten. Hasta la vista, das war eine schöne Zeit mit euch. Aber ihr wart, tschüss, du auch noch. Ja, aber ihr wart echt zu viel, muss ich sagen. Es wird Zeit für eine neue Armee. Let's go. Guckt euch das Ganze, Mann. Alles klar, aber nicht so viele wie gerade eben. Das war ja mega lustig. Einfach mit diesem Santex-Schriftzug sind wir auch einfach durch die Gegend gerannt und haben einfach jede andere Klonarmee zerstört. Okay, Freunde, aber wir können noch sehr viel machen. So, wir chillen hier auf der Couch. Hey, Kollegen, zertrampel nicht meine... Yo, Klonarmee, was ist denn jetzt los? Ist auf einmal dunkel geworden oder irgendwie sowas? Hey, der zertrampelt meine Armee. Oh Gott, yo, was geht denn da? Leute. Kommt mal alle mit. So, genau, es gibt kostenlose Kaugummis. Let's go. Da, Alter, ich werde zertrampelt da hinten, die Arme. Was ist mit meiner Armee los? Die wird einfach hier komplett zertrampelt. Was ist eigentlich? Können wir jetzt eigentlich hier nach unten gehen, Leute? Warte mal, ist hier unten auch irgendwas? Warte mal, wir probieren es mal und let's go, ab geht es nach unten. Yo. Guckt euch das Ganze mal tatsächlich hier unten. Alter, hier ist sogar ein Spielplatz oder sowas. Wie cool ist das denn? Und wir können sogar so Gesichter ändern oder irgendwie sowas. Guckt euch das Ganze mal. Wir haben ganz, ganz viele Gesichter einfach zur Auswahl. Was sollen wir nehmen? Jo, so ein gruseliges Gesicht. Warte mal, was ist das denn? Und na toll, ey. Irgendwie habe ich mir das Ganze cooler vorgestellt. Und jetzt kann ich einfach meine eigene Noob-Armee machen. Mit den ganzen Gesichtern. Guckt euch das Ganze mal. Oh Gott. Und wenn ihr keine Freunde habt, dann könnt ihr hier mit eurer eigenen Klonarmee einfach spielen. Ich meine, guck mal, Freunde, ich habe ganz viele Freunde. Ey, die mich von der Rutsche runterstoßen. Beruhigt euch. Junge, was geht ab? Oder hier, Freunde, zum Beispiel, können wir einfach hier so in einem Bällebad einfach hier rumspielen mit meinem Klonfreund. Oder wenn ihr keine Freunde zum Wippen habt, könnt ihr einfach hier Freunde zum Wippen erschaffen. Let's go. Und jetzt können wir einfach zusammen wippen. So, einer setzt sich dahin und let's go. Und yo, warte mal, irgendwie, ich glaube, so funktioniert die Wippe nicht. Was ist das denn? Wieso sitzt mir denn so rum? Alles klar, aber ich würde sagen, Freunde, so, kommt, Leute, folgt mir einmal. Und jetzt können die sogar hier alles machen, was ich hier mache und verfolgen mich. Let's go. Aber guckt euch das Ganze, Mann. Wir haben sogar noch mehr, viel mehr Sachen, die wir noch hier mit unserer eigenen Armee machen können. Alter Schwede. Als erstes können wir sie so verwirren und yo, jetzt sind sie so mega verwirrt, laufen durch die ganze Richtung und so. Leute, beruhigt euch. Was geht denn da? Hier die kleine verwirrte Santex Noob Armee oder so. Was ist denn mit dem los, Alter? Nicht, dass hier gleich einer runterfällt oder so. Yo, chillt mal, bis euer Leben. Stopp. Oh ja, ich kann sie einfach so kontrollieren oder sowas. Warte mal, was ist mit dir los, Kollege? Junge, streckt seine Arme doch in die Luft, ey. Okidoki, dann können wir sie... guck mal, wir können jetzt ihn einfach so holen und einfach bewegen oder sowas. So, komm mal mit, Kollege. Du warst unartig. Ab in die Ecke mit dir. So, du kommst auch mal, Kollege. Und du kommst jetzt hier oben auf die Rutsche drauf. Let's go. Und dann können wir, warte mal, was ist das hier? Kämpfen und... Yo, was geht denn da ab? Meine Klonarmee kämpft einfach. Oh Gott, ich glaube, das sind ein bisschen zu viele. Was passiert hier? Oh Gott. Wir haben jetzt ein Schwert oder irgendwie sowas bekommen. Nein, wir müssen fighten mit ihnen. Wir müssen fighten. Kommt her. Ich bin euer Anführer und oh Gott, ich wurde einfach erledigt von meiner eigenen Klonarmee. Yo, und was ist das denn hier? Warte mal, ich kann meine Klonarmee zum Explodieren bringen. Leute, es war eine schöne Zeit mit euch, aber ich muss mich von euch verabschieden. Tschüss. Let's go. Boom. Yo, ich kann einfach hier meine eigenen Klone einfach komplett wegfetzen. Und yo, Alter, wie der es denn überlebt, ey? Du bist der Auserwählte. Du hast es geschafft zu überleben, aber der Rest... Boom, ha, wird auf jeden Fall erledigt. Komm mal her, Kollege, genau, dich kann ich jetzt hier bewegen. Kann ich dich einfach da nach oben tun? Jetzt ist der da oben. Der schreit so, Hilfe, lass mich hier runter. Guckt euch das Ganze mal, wir haben jetzt auf jeden Fall oben gespawnt. Mehr Klone. Ey, aus dem Weg, mehr Klone. Und was ist das als nächstes? Haben wir jetzt hier Terminate. Das ist so ein Knopf oder sowas. Und können wir damit alles in die, yo, Luft sprengen. Guckt euch das Ganze mal, wie Dominosteine fallen die einfach alle nacheinander um. Leute, hallo, lebt noch irgendwer? Kollege, alles gut bei dir? Was geht denn da? Wir haben jetzt hier
hier wirklich einfach alle wie so Dominosteine umfallen lassen. Alles klar, dann würde ich sagen, wir brauchen auf jeden Fall hier eine neue Armee. Junge, ich habe schon so viele Sandex-Tone von mir gespawnt, so oft wie ich die hier fertig mache die ganze Zeit. Und dann haben wir Creepers als nächstes. Oh Gott, yo, meine Klone sind einfach Creeper und ich muss mich mit denen anlegen und kommt her, was geht denn da ab? Oh Gott, Leute, beruhigt euch, was geht denn ab? Haha, die werden einfach alle weggefetzt. Oh Gott, komm schon, Freunde. Ich muss gar nichts, ich muss erstmal eine Runde sterben gehen. Hey, mein Kopf liegt jetzt bei den Bällen einfach. Junge, die haben sich einfach in so Creeper verwandt oder sowas und mich verfolgt. Ja, das war auf jeden Fall mega, mega gruselig. So, es wird Zeit für eine neue Armee. Was haben wir als nächstes hier? Ich glaube, das haben wir auf jeden Fall schon mal ausprobiert. Und Lead und Call. Was hatten wir noch nicht? Oh, Teleport hatten wir noch nicht. Das hatten wir auf jeden Fall auch noch nicht. So, jetzt haben wir auf jeden Fall neue Befehle am Start. Oh, teleportiere. Warte mal, Teleport A? Was passiert hier? Warte mal, können die jetzt einfach hier so durchgehen oder sowas? Warte mal, was ist passiert? Hey, wo bin ich hier? Hallo? Ich fühle mich ein bisschen alleine. Alter, ich bin in irgendeiner anderen Dimension oder irgendwie sowas gewesen. Kann mich die ganze Zeit so wegteleportieren oder sowas. So, zack, ich bin weg. Hasta la vista. Und jetzt bin ich auf jeden Fall wieder am Start. Alles klar. Was ist das hier? Oh Gott, das sieht nicht gut aus. Irgend so eine schwarze Kugel oder sowas. Bitte greif mich jetzt nicht an oder irgendwie sowas. Ich glaube, ich verwandle mich selber zu so einem Klon oder sowas. Guckt euch das ganz mal. Ich chill hier einfach. Und Freunde, jetzt komme ich in die Reihe von denen. Ich will zum Beispiel der Kollege sein. Boom. Und jetzt stehe ich auf jeden Fall in der Reihe und bin getarnt als Klon. Und warte mal, was macht die da? Jo, die stapelt ihre eigenen Klone einfach hier selber. Was geht denn da ab? Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, es gibt hier noch mehr zu entdecken. Dann können wir hier noch bauen oder sowas. Warte mal und jo, wir können, hiermit können wir so Blöcke platzieren oder irgendwie sowas. Hier so Mini-Blöcke. Warte mal, kann ich jetzt einfach in sein Gesicht so einen Block setzen? So, Kollege, dass du erstmal nichts sehen kannst. Du darfst auch nichts sehen. Du darfst auch nichts sehen. Junge, ich kann die einfach jetzt hier mit so den Blöcken hier einsperren oder sowas. Alles klar. Dann kann ich auf jeden Fall so genau hier die Blöcke wieder so entfernen. Was ist das hier? Warte mal, das ist, jo, diese Spitzen, die auf der ganzen Map verteilt sind, kann ich einfach hier so platzieren. So, hier kommt erstmal eine Absperrung hin. Hier kommt auf jeden Fall keiner vorbei, hier an meinen ganzen Klonen. Die sind auf jeden Fall hier streng limitiert und streng geheim auf jeden Fall. Keiner darf die sehen. Dann habe ich hier als nächstes, warte mal, das ist die Sonne, die ich in der Hand habe. Jo, warte mal, ich kann die Sonne bewegen oder sowas? Sunmaster, warte mal, wo ist hier die Sonne? Da ist die Sonne. Ja, was? Ich kann einfach die Sonne bewegen und ich kann es einfach Tag und Nacht machen. Oh Gott, nee, nicht einpennen jetzt im Dunkeln. Ich kann einfach so die Sonne nehmen und überall verschieben. Let's go! Wo ich auf jeden Fall bin. So, ich lass die Sonne mal hier. Obwohl, so ein bisschen so. So sieht das doch perfekt aus. So ein leichter Sonnenuntergang. Dann habe ich als nächstes hier Carpet oder sowas. Let's go! Damit kann ich auf jeden Fall jetzt hier so ein bisschen hochfliegen. Alles klärchen. Jo, Alter, wie flink ist der denn unterwegs? Und der hat auch seine eigene Klonarmee am Start. Und warte mal, was geht denn hier für eine fette Party ab? Hey, wieso haben die alle ihre Arme in die Luft oder so? Guckt euch das ganz mal. Yeah. Alles klar. Change Group können wir jetzt hier machen. So, was ist das hier? Body Shape oder sowas. Und warte mal. Wie zum Geier sehe ich denn jetzt aus? Oh Gott, Leute, kann mir irgendwer helfen? Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel gegessen. Was geht ab? Und wir können natürlich hier wieder so dünner werden. So, let's go. Warte mal, wir können sogar übelst dünn werden. Moin, moin. Ich glaube, ich bin ein Stock. Ich habe einen Stock gegessen. Die denken sich auch nur so. Alter. Was geht denn bei der ab? Sie hat auf einmal ihr Gesicht geändert. Und jetzt kann ich wieder übelst dick werden. Juhuhui. Alter, warte mal, wie dick geht das denn? Alter, ich bleib Ballon. Ich fliege weg, Junge. Guckt euch das. Warte mal, ich fliege wirklich vom Server gerade. Ich bin zu dick. Alter Schwede. Guckt euch das Ganze. Aber ich glaube, ich habe ein bisschen. Oh Gott, ich habe ein bisschen übertrieben. Ich habe alles kaputt gemacht. Aber let's go. Jetzt, meine Armee, folgt mir mal. Weil, Freunde, ich habe hier irgendwas gesehen. Warte mal, wir können hier sprinten. Genau. Hier gibt es sogar eine Linie oder sowas. Und warte mal, können wir jetzt einfach so da drüber laufen? Let's go. Und warte mal, wir können nicht sprinten. Und kommen meine Armee mit. Los, 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 da kommen sie. Alles klar. Und genau, komm weiter. Und stopp. Stopp, habe ich gesagt. Stopp. Stopp, 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 stopp. Nein, was ist los bei denen? Oh Gott, ich habe sie nicht unter Kontrolle. Leute, beruhigt euch. Alter Schwede, was geht denn da? Und warte mal, können wir jetzt einfach hier drüber gehen? Und Leute, let's go. Alter, die fallen alle runter. Oh Gott, let's go. Was passiert jetzt, wenn wir jetzt bis nach ganz Ende gehen? Oh, guckt euch das Ganze mal. Warte mal, wir müssen so ein Parcours machen. Und warte mal, Junge, was macht ihr, Idiot? Die fallen hier einfach alle runter. Guckt euch das Ganze mal. Warte mal, 507, 506, 504, 503. Alter, geht es bis nach ganz hinten oder wie? Guckt euch das Ganze mal an. Oh mein Gott, der letzte, Freunde, die letzte Hoffnung. Er kann es noch schaffen. Wird er es schaffen?
Ach, na toll. Wir können aber jetzt mal größer werden. Let's go. Und jetzt, Freunde, können wir... Oh, runterfallen. Jetzt bin ich aber noch gespannt, was auf jeden Fall am Ende geben wird. So, wir fliegen einfach mal hier mit dieser Kameraperspektive einfach über die ganzen Blöcke hier im Cloud Simulator. Und mal schauen, Freunde, was wird uns am Ende erwarten. Da bin ich auf jeden Fall mal sehr, sehr gespannt. Und währenddessen können wir einfach sogar die Sonne nehmen und einfach mal kommen. Ich will die mal ein bisschen verschieben. Es soll wieder dunkel werden. Und jetzt ist die einfach wieder dunkel. Die letzten Blöcke, das wird auf jeden Fall episch. Ich kann schon irgendwas sehen. Irgend so ein weißes Licht oder irgendwie sowas ist doch dahinter. Let's go, wir fliegen jetzt auf jeden Fall weiter drüber. Oh mein Gott, was wird es sein? Vielleicht so 10.000 Robux oder sowas? Yo, darauf hätte ich auf jeden Fall jetzt mega Bock. Das hätten wir uns auf jeden Fall jetzt hier verdient. Aber Freunde, da ist doch irgendwas. Seht ihr das? Oh Gott, jetzt bin ich auf jeden Fall mal mega, mega gespannt. Da sind wir angekommen. Komm schon, noch ein kleines Stück und let's go. Da sind wir am Ende. Und warte mal, was ist das? Einfach ein unsichtbarer Block oder sowas? Das ist jetzt am Ende. Was ist denn da los? Das wäre jetzt hier das Ende, wenn wir den ganzen Parcours jetzt hier geschafft hätten. Wow. Was ist das hier? So ein unsichtbarer weißer Ghostblock oder sowas. Alles Klärchen. Ach, doch keine kostenlose Robux. Aber ich denke mal, Freunde, das soll es gewesen sein. Hier mit dem Cloning Simulator in Roblox, womit ich einfach meine eigene Armee erschaffen kann. Guckt euch das Ganze mal an. Leute, es gibt kostenlose Kaugummis. Nein! Und wir rennen jetzt einfach weg vor meiner eigenen Armee. Ey, was geht denn da ab? Oder würde ich aber sagen, Freunde, das ist mein heutiges Video. Ich hoffe, dir das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Celtex Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Nein, bis dahin. Tschüss.